Gesundheit. Tabletop-Freunde. Also Respekt. Das war, ja? Das ist mal ein Applaus wert. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe auch viel geübt zu Hause. Also, das ist gut. Mama, guck mal. Ja. Sieht das so gut aus, Mama? Ja, da noch ein bisschen an der Pose gefeilt und so. Ja. Ja, aber es hat sich gelohnt, denn jetzt ist der Timo hier zum vierten Kampagnen-Bedtrap. Es ist schon das vierte Spiel auf unserer Kampagnenkarte. Und damit steigt der Timo jetzt hier ein, greift ins Geschehen direkt ein, in den Krater. Und er hat eine sehr besondere Warband mitgebracht, nämlich die, was sind das? Das sind die Survivor, beziehungsweise Survivor, also sind genau. Remnants, ist so die Oberkategorie, und dann kann man die einteilen in Outcast, das ist das ganze gammelige Kropfzeug, und die coolen, stylischen Typen, nämlich die Survivor. Was haben sie denn überlebt? Die haben den Absturz aus ihrem Raumschiff überlebt. Weil, Raumschiff? Ja, genau. Oh Gott. Ja. Waren wir nicht in einem Krater? Ja, richtig. Die sind ja in den Krater, im Krater gelandet. Weißt du? Mit einem Raumschiff. Die stimmen aus dem Out, ne? Ach, die kommen gar nicht. Sie sind die einzigen, nicht, die aus dem nicht aus dem Krater sind. Sehr geil. Das heißt, genau. Die wissen, wie es eigentlich aussieht auf der Welt. Ja, beziehungsweise, also für die ganzen anderen Warbands, die bisher hier teilgenommen haben, ist der Krater die Welt. Das heißt, ja, da sind ja riesige Wände an der Seite, so Glas, Lava, alles versteinert. Man kann da nicht hoch, ja. Und irgendwie ist aber nur klar, vielleicht ist es göttlich, vielleicht nicht, irgendwas liegt da noch außerhalb dieses Kraters, aber die sind halt alle im Krater. Und jetzt kommst du mit einem Raumschiff da reingeflogen oder was, Jürgen? Darf ich kurz unterbrechen? Hast du überhaupt die ganze Geschichte erzählt? Weiß ich nicht. Nee, ne? Sind wieder da. Das ist auch alles gar nicht so anders jetzt, die Story. Also wir haben jetzt einfach nur nochmal drüber gesprochen, wie genau der Krater aufgebaut ist, und der Timo setzt jetzt genau wieder da an, wo er gerade war. Genau. Es läuft. Also, wir haben überlebt einen Raumschiffabsturz. Und zwar ist Folgendes passiert. Na, die sind von ihrem eigenen Planeten. Wie heißt der Planet? Pandora. Okay. Ja, sind die geflogen auf der Suche nach Kammern, die man looten kann, und haben dieses Signal empfangen. Das ist vernünftig aus? Geht das? Ja. War falsch. Ah, okay. Also hat nichts. Hat nichts gesehen oder was? Doch, alles super. Es läuft auch die ganze Zeit weiter. Es war nur diese zweite Kamera, das sah komisch aus, weil zweimal das gleiche Bild war. Ach so. Quasi. Naja. Naja, gut. Haben also gesucht nach Kammern, die man looten kann, und haben ein Signal empfangen. Haben uns gedacht, jo, das checken wir aus. Sind mit ihrem Raumschiff also näher gekommen zum Signal, bis plötzlich ein totaler Ausfall aller technischen Geräte stattfand. Und der hat dazu geführt, dass sie mit ihrem Raumschiff in die Kraterwand gekracht sind. So. Dabei sind die meisten Passagiere rausgefallen und sind irgendwo verstreut. Im gesamten Krater. Im gesamten Krater. Und ja, jetzt. Ne, Raumschiff ist im Eimer. Die Suche nach Ersatzteilen, um das Raumschiff wieder zu fixen. Und natürlich möchte man auch sehen, was gibt's denn hier zu looten?
weil das ist interessant. Geld und Blut. Okay. Bin ich sehr gespannt, wie sich diese besondere Warband entwickelt. Das heißt, die haben mit dem, was da im Krater abläuft, also diesen Fraktionen, so die einen, die sagen, wir bleiben eher hier, die anderen, die sagen, wir müssen jetzt unbedingt zu der Mitte und irgendwie hier aus diesem Krater raus, haben die eigentlich gar nicht so wirklich viel mit anderen Mitte. Genau, nicht so richtig viel. Die wollen zwar auch in die Mitte, weil die hoffen halt, dass sie da das Material finden, um ihr Raumschiff vielleicht zu reparieren. Okay. Gut, dann würde ich sagen, die Warband im Detail seht ihr gleich mal in Nachnetivo was zu seinen Charakteren erzählen und so. Aber bevor wir das machen mit der Warband, blenden wir noch einmal auf unsere Karte. Der Tibo muss nämlich erstmal eine Farbe gleich aussuchen und ein Startfeld bestimmen, wo er denn irgendwie abgestürzt ist. Und von da aus geht's dann los. Kampagnenkarte ist hier zu sehen und wie bei den letzten Spielen auch im Norden sind Dennis und Pfeiffer am Start mit Rosa und Blau. Hier im Westen ist der Marvin am Start mit seiner russischen Schweinemetzgerbande, hat ja auch schon zwei Felder mit Orange und ja, Tibo, wo bist du denn in den Krater gekracht? Wo möchtest du denn starten? Ja, ziemlich genau hier bin ich in den Krater gekracht. Dann am besten einmal den Leader da draufstellen, damit das dein Startfeld und von dem Feld aus kannst du dir jetzt überlegen, welches von den Feldern du angreifst. Ein besonderes Feld nur in der Nähe. Ja, vielleicht greife ich dieses Jahr an. Ah, okay, wenn du das machen möchtest, dann stell doch mal deinen Nieder dahin. Denn dann kannst du dir hier eine von den supergeilen Farben aussuchen. Gut, das darf gemacht worden, stelle ich fest. Ja, Farbe deiner Wahl ist gelb. Genau. Das ist ja schick. Okay. Ja, genau, also dieses Feld, ne, das kann dir keiner nehmen, das ist deine Startbase. Problem hat man schon mal dann eben hin oder so. Die Startbase kann dir keiner nehmen, also die kann nicht angegriffen werden von jemand anderem, beziehungsweise nicht erobert oder so. Alle anderen Felder aber dann schon. Wir gucken jetzt mal, wir bauen gleich um. Der Tibo stellt mal seine Warband vor, aber nach dem Umbau kämpft er quasi um dieses Feld. Wieder ein Nest. Die Nester sind sehr beliebt hier am Anfang gewesen. Wen wundert's? Und ja, das machen wir gleich. So, dann erzähle ich doch einmal ein wenig über meine Warband. Und zwar die Survivor, No Rest for the Wicked. Bis jetzt drei Leute, die sich gefunden haben. Fange ich doch mal an mit dem Leader. Das ist er hier. Das ist Roland. Der ist ausgerüstet mit einem Assault Rifle, Sturmgewehr. Hat außerdem eine Gasmaske. Und ist der... Ja, er ist der Anführer der Bande, ist früher mal Versorgungsoffizier gewesen und hat eine medizinische Ausbildung genossen. Deshalb beherrscht er Skills, die so Versorgung unterstützen. Das wären in dem Fall der Hegler-Skill, das ist der Resourceful-Skill und dank medizinischer Ausbildung ist er auch ein Medic. Sehr cool. Also eher ein Support-Anführer. Ja, mal schauen, ob er sich noch zu einem Kämpfer entwickelt oder nicht. So, dann geht's weiter. Habe ich hier ein Elite, Axton. Der ist ebenfalls mit einem Assault Rifle ausgerüstet, ebenfalls eine Gasmaske. Außerdem hat er Granaten dabei, weil Granaten machen Spaß. Er hat den Bolt Skill und außerdem hat er, was hat er noch? Mal schauen. Genau, den Marksman Skill, damit er Leute in Deckung leichter abschießen kann. Pro Gaming. Da hat er halt Spaß dran.
So. Das dritte und vorerst letzte Mitglied meiner Warband, Lilith. Sie ist ein Psychic Mutant. Hat keine Ausrüstung im Moment. Aber die Fähigkeit Psychic Bolt. Genau. So, dann ist natürlich, wie bei Survivors so üblich, noch Vorgeschichte passiert, wo auf dieser Tabelle gewürfelt wird. So, dabei hat sich Folgendes ergeben. Roland, der Leader, banged up. Das heißt, er hat minus 1 auf alle Würfe im ersten Spiel. Nicht so cool, zum Glück nicht ganz so schlimm. Sehr cool, Axton hat ein Advancement gekriegt, ist also sofort gelevelt und hat dabei einen extra Lebenspunkt erhalten. Das macht ihn ein wenig überlebensfähiger. Und Lilith hat den Brave Skill bekommen. Das bedeutet, die bekommen plus 2 auf Will Tests. Normalerweise nicht so cool, bei Psychic Mutants sehr cool. Werdet ihr bald sehen, warum. So, wir sind angekommen. Der Tibo hat sich ja das Feld ausgesucht und möchte natürlich ein Nest erobern, weil wie kommt man sonst günstiger schnell an eine Erweiterung für seine Warband, obwohl er ja meinte, er möchte mit nichts anderem was zu tun haben. Aber die Liebe zu einem kleinen Haus hier, weil ich glaube, er hat sogar ein weibliches Teammitglied, war dann doch zu groß und sie, ne, hat es irgendwie fliegen sehen, eine große Kreatur und mit einem Nest, und da hat sie sich gedacht, oh, da ist ein Küken, wir müssen doch von diesem komischen Planeten hier auch mal was mitnehmen. So, und darum geht's. Hier ist das Nest und wie schon bei den anderen Battle Reports, man muss dorthin, dann da hochkrabbeln mit einem Agilitätstest und dann, wenn man es erfolgreich geschafft hat, hat man das Ei. Das ist das Spielfeld. Wir werden jetzt wieder auswürfeln, von wo denn der Tibo anfängt. Wir haben mit einem W4-Würfel machen wir das. Wir haben hier die Seiten 1, 2, 3 und 4. Das sind 2. Alle zwei, das heißt, du startest hier. Das ist gar nicht so geil, ja, weil es muss dann erstmal laufen für 8 Runden. Oder, ach nee, hier, guck mal. Da ist ja eine Öffnung. So scheiße ist das. Das heißt, du kannst jetzt. Genau, du kannst jetzt hier an der Kante aufstellen. Also, weil es eine Platze ist, haben wir nicht mit 6 Zoll Aufstellungs. Genau, sondern man muss die Kante berühren. Richtig, aber du kannst über die ganze Breite dich aufstellen, wenn du möchtest. Wir haben ausgewürfelt. Loot Points hat der liebe Tibo leider nur eine 1 gewürfelt und das ist dann hier. Dann haben wir hier Geräuschemarker. Man weiß noch nicht, was es ist. Und ja, so sieht das Spielfeld aus. Ich mache nur mal eine Aufnahme. Und ich würde sagen, wir kommen dann gleich zur ersten Runde. So, da sind wir wieder. Und Tibo hat aufgestellt. Und direkt in Sichtweite ist mir aufgefallen, haben wir hier einen NPC. Sie sieht ihn und der sieht sie. Und innerhalb von 12 Zoll. Und das heißt, der kommt direkt aus der Deckung. Wir haben hier die 4 NPCs. Ah, noch 4, ne? Ja. Von den Zahlen 1 bis 4, dann nimm doch mal einen W4-Würfel und wer kommt denn da raus? Aus dem Boden geschlüpft. Das ist eine 3. Eine 3. Eine 3 ist ein Wüstensandwurm. Ja, der ist schon mal da, macht die erste Runde nichts, weil ist ja gerade rausgeknüppelt. Und ja, checkt jetzt erstmal, was ist hier los, wer weckt mich hier? Das heißt, du hast die erste Runde. Und kannst anfangen. Alles klar. Dann können wir mal schauen. Wir machen die erste Runde wieder live und dann geht es dann nachher wieder nur so im Wechsel, was dann so passiert ist, die Runden lang. Kann der den nicht sehen? Ist halt sehr flach, ne?
Aber doch, der könnte ihn sehen. Also wenn man mal so macht. Komm, ich muss mal hier mal hin. Ja, er sieht ihn. Dann möchte ich den zuerst aktivieren. Er möchte ihn aktivieren. Was hat er für einen Metal-Wert? Der hat einen Metal-Wert von 6, müsste das sein. Ist das dein Chef oder ist der andere der Chef? Das ist der Roland. Der okay. Also auf die 4 plus? Genau. Das ist eine 2, natürlich nicht. Motivator Skill oder sowas hast du nicht? Ne? Nee. Okay, das heißt, ja. Der hat nur eine Aktivierung. Dann bleibt er stehen und müsste da trotzdem drauf bürsten. Bürsten mit einer Aktivierung ist, glaube ich, nicht möglich. Normalerweise. Doch, 2 Schuss hast du dann aber genau, noch. Ich 2 Schuss. Genau, richtig. So. Auf das Vieh. Ja. So, ich habe einen Range-Wert von 5. Oh, Moment, ich muss mal eben hier den Dings aufmachen. So. Und durch mein Marksman bekommt er auch keinen Bonus für die Deckung. Beim Wurm. Ja, da muss ich mal eben die Seite suchen und melde mich gleich bei dem Wurm. Wir sind wieder da. Der Kollege schießt auf den Gnashwurm. Genau, also Äxten schießt drauf. Mit einem Rangewert von 5? Von 5, genau. Genau, auf Defense 6. So, also erstmal habe ich Treffe. Noch 2 nicht. Auch kein Gem zum Glück. Und die 2 auch nicht. Ja, heute ist der Tag der 2. DOS. Gut. Dann war das Äxtens Aktion. Ja. Gestern hatten wir den Fall noch nicht. Danny, wie einigen wir uns da drauf? Er hat jetzt Aktivierung verkackt. Bin ich jetzt dran oder kann er trotzdem durchmachen und dann meine Runde machen? So habe ich das gestern gemacht. In dem Moment, wo die spawnen, buddeln die sich ja erst aus oder richtig. So, sind überrascht und machen noch nichts, damit das nicht zu hart ist. Ist natürlich im Fall von ihm mit den Schusswaffen vielleicht... ne? Aber Runde 2 jetzt angenommen. Ja, dann normal wie eine Warband. Ja, ne? Genau. So. Ja, also, dann kannst du weitermachen. Und er ist jetzt erst so, um den rum fliegen die Kugeln, alles scheiße. Warum? Ja, weil sie abgestürzte Raumschifffahrer sind. Genau. Ich hätte als nächstes Lyrus aktivieren. Ja. Oh, erfolgreich würde ich meinen. Das ist gut. Jetzt möchte ich ein Psychic Bolt gegen diesen Wurm einsetzen. Ja, erklären Sie nochmal den Psychic Bolt. Ja, also Psychic Bolt ist ein Angriff mit einer 3 Zoll Schablone. Dafür mache ich einen Willpower Test gegen die 10. Wenn das klappt, wenn ich das schaffe, dann trifft es automatisch. Dann ist das ein Stärke 7 Angriff. Wenn ich das nicht schaffe, dann passiert nichts. Und wenn ich eine 1 würfel, dann kriege ich einen Treffer der Stärke D6. Okay. 3 Zoll Schablone ist hinter dir. Brauchen wir die für das eine Viech? Brauchen wir nicht. Gibt es denn da eine Abweichung? Nee, es weicht nicht ab. Das kann ist vielleicht später interessant. Das okay. Mal. Gut. So. Also auf die 10? Genau, auf die 10. Mit dem Wert von? So, ein P-Hip hat einen Metal-Wert von 5, aber die bekommt plus 2 durch ihre Fähigkeit Brave. Und die bekommt noch plus 1, weil die innerhalb von 12 Zoll in Sichtreichweite von Exton ist. Das heißt, sie würfelt mit einer 8. Und die 2 plus dann, ja? Genau. Das ist ein 5, das ist geschafft. Würde ich sagen, genau. So, na, dann kann ich die Schablone hier anlegen. Und er trifft ihn. Trifft. Dann mache ich mal einen Treffer der Stärke 6. Stärke 7. 7, ne? Ja. Defense 6. Also plus 1 für dich. Eine 6. Ich habe eine 8. Da habe ich so geschluckt, den Treffer. Verdammt. Ja. Ja, okay. Dann ist die... Ist die fertig für diesen Zug? Die war ja erfolgreich aktiviert. Richtig, die war erfolgreich aktiviert. Die können sich noch bewegen. Weil zweimal darf man keine. Man darf nicht zweimal die gleiche Mutation einsetzen, wenn man es nicht die Sonderregel dazu hat.
Dann bleibt ihr erstmal stehen. Hat die eigentlich eine Pistole oder Knarre? Nee, hat sie noch nicht. Okay. Das ist einfach eine Handtasche, sehr wahrscheinlich. In der Form einer Knarre. Genau. Bestimmt. Ja, mit deinem Chef willst du da weitermachen? Ja, der versucht erstmal den zu aktivieren. Geschafft. Hätte ich vorhin gebraucht, die 9. Sieht er den? Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Durch den Zaun und so, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Also hier ist der Kopf. Also die Deckung ist ja näher zum Wurm als zu dir. Genau. Würde ich sagen, ist leichte Deckung, gibt auf jeden Fall einen auf minus Range. Ja. Oder war das plus einen auf Defense? Nee, beim Treffen ist es schwieriger. Ja, also minus 1 auf Range. Ja gut, ich versuche da stehen zu bleiben und den zu bursten. Okay, mit 3 mal, 3 Schuss? Genau, 3 Schuss. Auf welchen Range-Wert? Das ist ein Range-Wert von 6. Also auf die 5 plus dann auf jetzt. Auf die 5 plus. Gut. Der erste. Ja. Ist mit 10, ist ein Crit. Zweite. Mit 2, trifft nicht. Der dritte. Eine 4, 4 trifft auch nicht. Nee. So. Jetzt bin ich gerade gar nicht sicher. War Crit im Treffen auch schon eine sofortige Wunde? Oder war es nur immer getroffen? Problem hat man schon mal nachguckt, ich meine aber ja, nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Dann Assault Rifle hat eine Stärke von 7, glaube ich sogar, ne? Müsste sein, gegen den Wurm. Also. Oh. 7. Du hast plus 1 aber, also hast du den gekillt. Heißt, du kannst dir eine Notiz machen, dass du mit dem Charakter einen NPC getötet hast. Willst du ein extra Blatt haben? Ne, ich mach das hier. Okay. Ich mach den hier für manchmal schön. Okay. Extra Blatt. Alles klar. So, dann waren das alle meine Aktionen. Richtig. Weil ich habe keine NPCs, das heißt, du kannst jetzt einfach. Ach nee, stimmt, die müssen ja hier durch einen Abweichungswürfel jetzt weitergehen. Hast du mal einen D8 da vorne, den. Ja, wegen der. Nee, wegen der Zoll ist 10. Ach so, ein D8 brauchst du. Ja. Du brauchst einen D8, Entschuldigung. Genau. Dann würfeln wir mal für den hier. 1 Zoll in diese Richtung, also hier irgendwie so hin. Der ist tot. Ein Token für dich. Hier haben wir noch einen. Mal würfeln. Es ist 1 Zoll in diese Richtung. Oh, die sind aber lahm unterwegs. Die sind noch gechillt. Und dieser dort. 7 Zoll. Oh, aber da ist ein Zaun. Buddelt er sich drunter her. Will er sich nicht in diese Richtung? Der Feuer geht ja von der Zaun. Ist da. Stimmt. Ja? Hast du recht. Also 7 Zoll. Genau. Das heißt, der landet hier in den Fässern. Gut. So, endlich hier so. Ja, das war die Runde. Runde 1. Die nächste Runde machen wir dann in der Zusammenfassung. Das heißt, der Tibo zockt jetzt erstmal gemütlich und dann gibt's gleich die Erklärung, was alles passiert ist. Zurück zum Spiel. Runde 2 ist nun beendet. Ist einiges passiert. Die Warband mit dem Namen No Rest for the Wicked. No Rest for the Wicked. Hat bis auf einmal alles erfolgreich aktiviert. Der Sarge hat in der ersten Schussphase den Wurm hier gekillt. Ist, glaube ich, erst vorher einmal gelaufen, richtig? Den Wurm habe ich schon die Runde vorher gekillt. Stimmt. Den Skorpion habe ich gekillt. Du bist gelaufen und hast einmal geschossen. Genau, ich bin gelaufen und habe den aufgedeckt. Hast den aufgedeckt, weil auf Zoll Zoll und hast dann geschossen. Ja. Danach kam er hier, hat erfolgreich aktiviert. Nee, gar nicht, war er nicht. Nicht erfolgreich. Genau, er nicht. Ja, und hat aber versucht, auf diesen Skorpion hier zu schießen. Hat aber nichts gebracht. Knapp an einem Gem vorbei, glaube ich sogar. Mhm. Und dann kam hier die Olle, erfolgreich aktiviert, hat dann ihren Magic Sidekick Blow Mind Explosion Superwurf da gemacht.
Der ist abgeprallt an dem Reifen und zurück auf ihr Gehirn, hat ihr fett was verpasst, also hat Kopfschmerzen, aber ist nicht dran gestorben. Der Radskorpion macht nichts, weil er ist gerade aufgekrabbelt. Und dann hat sie gesagt, dann gehe ich hier nochmal rüber auf den Schrottplatz. Und so sieht's im Moment aus. Das heißt, der Thibaut hat schon zwei Viecher erledigt und wir sind jetzt in der Runde 3. Und ja, da werden wir euch dann gleich wieder erzählen, wie es dann soweit ist. Weil jetzt wird es langsam interessant. Oha, oha, oha. Was ist denn da passiert? Zu tief gegraben. Na, dazu kommen wir erst gleich. Die Dame mit dem Namen, ich habe den Namen immer noch nicht. Lilith. Mit TH hinten oder richtig, V? Richtig, mit TH. Oh, vom Dieter, die Schwester sehr wahrscheinlich. Aber nee, kann ja nicht, weil sie kommt ja aus einer anderen Galaxie. Ist nach vorne gelaufen. Hat dann gehofft, dass sie auf 12 Zoll zu unserem Mr. Flubber kommt. War aber nicht. Dann ist sie nochmal gelaufen, ungefähr 3 Zoll hier an diese Fahrzeugecke. Und Mr. Flubber ist aufgewacht. Er steht da. Scheint wohl der Bruder zu sein von dem Typen, der letztes Mal vom Master Deli gespielt worden ist, an der Mülltonne, wo die glitzernde Mesh-Armor-Rüstung von dem Hund gefetzt worden ist, meinerseits. Man weiß es nicht. Dann hat er wieder bei der Aktivierung verkackt, das dritte Mal in Folge. Hat dann aber mit dem Burst-Schuss doch hier den Radskorpion weggeschnasselt. Das heißt, er hat jetzt auch einen Kill. Und dann ist ein Leader mit 2 Aktionen erfolgreich aktiviert. Von hier nach da hat erfolgreich gelootet. Auf der Loot-Tabelle dann aber eine 13 gewürfelt. Auf der 13 steht 6 Nuisance Creatures. Darauf haben wir auf der Tabelle gewürfelt, die jetzt hier nicht mehr aufgeschlagen ist. Es waren aber dann 6 Mal die Gnaschwurms, die jetzt hier alle sich da ausgebuddelt haben und natürlich völlig erbost sind, dass da irgend so ein Spacko an dem Zuhause von denen da ist und da irgendwie rumwühlt. Was sollen die Scheiße? Das ist ja so, als würde jemand zu dir nach Hause kommen und irgendwie da rumwühlen. Das geht ja gar nicht. So, aber da sie jetzt erstmal aufgewacht sind, passiert da noch nichts. Ja. Das heißt, du bist jetzt dran. Und dann wollen wir mal sehen. Okay. So, nochmal hier für euch. Er nimmt hier seinen Mutant Sidekick Geschnassel und wird uns mal zeigen, dass er wahrhaftig alle. Ja, du musst noch unter den Wurm. Aber wir haben es gerade überprüft. Er kommt wirklich mit diesem verschissenen Sidekick auf alle Würmer. Da bin ich mal gespannt. Ja, mal schauen. Aber erstmal muss sie aktiviert werden. Erfolgreich. Erstmal muss sie aktiviert werden. Zum Glück muss sie dafür nicht erfolgreich aktiviert werden. Ach so, nicht? Okay. Also, das ist egal. Das wäre auch nicht erfolgreich. Aber jetzt sind die 3 schon rausgewürfelt. Jetzt sage ich mein Psychic Bolt an. Ja. Auf diese Gruppe, wie wir gerade gesehen haben. Und schauen wir, ob das funktioniert. Musst du für jeden einzelnen würfeln dann? Ja, den Schaden hinterher. Ich muss mal gucken. Ja, das ist richtig. Das ist in 12 Zoll Reichweite. Dadurch kriegt ihr durch den Bolt-Skill mal plus 1 auf ihren Mülltest. Das reicht. Dann Treffer der Stärke 7. Ich fange bei dem weißen Wurm hier an. Ja, auf Defense 6. Ja. 5. Ja, 2. Ist der erste. Dann dieser rote. Ja. 6. Eine 2. Boah, kannst du mal aufhören? Der hier? Ja. Ich glaube es nicht. Er mordet und mordet. Dann nehme ich den zweiten roten. Er nimmt den zweiten roten armen Wurm. Und sie wissen noch gar nicht. 6. Eine 3. Wow. Ja. Okay. Oh, fuck, Junge. Hier diesen weißen. Mhm. Ich habe eine 9. Also 9, der überlebt das. Der überlebt das. Dann den unteren weißen. Eine 5. Ist eine 1. Der überlebt. Und der rote. Eine 4. Eine 8. Wieder einer tot. Ja. Also hat sie 4 Kills mit diesem
ist schon ganz gut. Ja. Ohne Kopfschmerzen, einfach so. Ohne Kopfschmerzen, einfach so. Boah, Fucker, feister Skill, dieser Mindblow. Der ist ziemlich krass, ne? Das, also, wenn du da eine 1 würfelst, kriegst du die Kopfschmerzen oder nur beim ersten Mal, ob sie besteht? Nur ob sie besteht. Boah, das ist aber ganz übel. Ja, also gerade in diesem Monster-Spawn ist das echt stark. Ja. Mhm. Also, Daddy, beim nächsten Mal, beim Spawn, ne? Schön, alles verteilen. Schön verteilen, die ganze Scheiße. Der Typ mit dem Mindblow. Er ist ja eh schon der gehasste Typ, jetzt schon, weil er gehört ja gar nicht ins Wasteland. Er ist ja eigentlich voll der Parasit schon. Spielt sich hier auf, auch wenn man diese Wasteland-Kreaturen hasst, aber es sind ja unsere, weil es gehört zu uns. Da kommt er und macht die einfach. Ist der bescheuert? Timo. Tja. Das kann nicht wahr sein. Okay, so. Nächste Runde. Jetzt darfst du leider, weil ich habe ja nicht Erfolg aktiviert und die Würmer stehen ja schon. Ja, sie sind aber rausgekrabbelt. Aber sie sind ja letzte Runde rausgekrabbelt. Fairerweise. Sonst mache ich weiter, habe ich kein Problem mit. Moment, das wird nochmal mit unserem Self-Construction-Regelman hier diskutiert. Daily First Shot. Wann sind die denn rausgekommen? Diese oder letzte? Die Runde davor. Habe ich gelootet? Ja, kannst du machen, dann kannst du ihn jetzt kaputt beißen, ne? Ja gut. Ne? Und Fair die play. Sind richtig aggro, wenn du schon die Hälfte da kaputt gemacht hast. Und Flubber ist auch aggro jetzt. Ja. Ja. Ja gut. Also, wir spielen und dann gucken wir mal. Zurück von der Runde 4. Es ist wieder einiges passiert. Gestartet hat der Kollege hier mit der Dame. Lilith. Und hat mit ihrem, ich nenne es einfach Mutant, Psychic Blast. Blast, irgendwas, super Psycho-Kacke, hat die geschafft, mit einem Schlag vier von diesen Gnaschwürmern zu zerplatzen zu lassen. Der Kollege hat dann nochmal versucht, auf einen Gnaschwurm zu schießen, war aber nix. Nee. Auch wieder nicht erfolgreich aktiviert, er ist immer noch verdutzt. Und der Kollege, ich weiß es gar nicht mehr, warum der nichts gemacht hat. Was hat er gemacht? Der hat versucht, den einen Wurm niederzuschlagen, niederzuknüppeln. Aber er war doch noch gar nicht im Nahkampf mit ihm. Ja. Weil er gelootet hatte. Du hast angefangen anzugreifen mit dem hier. Nachdem die nicht erfolgreich aktiviert war, hast du hier mit dem auch nicht erfolgreich aktiviert und den angegriffen. Richtig, so war's. So, der stand noch hier, dann habe ich versucht, ihn zu aktivieren, nicht erfolgreich. Ich versuche auf den zu schießen, hast du Crit in der Verteidigung gehabt. Richtig, so war's. Ich hab's verdreht. Ich war noch eine Runde davor. Genau. Er hat es aber dann trotzdem geschafft, der Wurm ihm Lebenspunkt abzuziehen. Genau. Dein Master Marshall. Hast du wieder gekrittet. Ja. Wie heute die Runde. Die ganze Zeit über. Wenn ich mal so bei meinen Figuren würfeln würde, super. Aber jetzt mache ich das bei diesen scheiß Würmern hier. Na gut. Also, er hat einen Lebenspunkt verloren. Richtig. Und dann ist hier Mr. Flubber noch rangeeilt und hat hier gecharged. Und leider Lilith, oder wie sie heißt? Mit zwei Crits, voll verschleimt. Und die liegt jetzt angeschleimt auf dem Boden. Richtig. Ja. Das war jetzt Runde 4. Wir kommen jetzt zur Runde 5. Und dann sehen wir mal, was er denn da noch macht. Im Moment sieht es ein bisschen schlecht aus. Das war das Ende der Runde 5. In der Runde 5 ist eigentlich nicht viel passiert. Endlich hat hier der Elite-Typ, ist es glaube ich, ne? Mhm. Erfolgreich mal aktiviert und ist seinem Colonel hier mal zur Hilfe gekommen, hat aber nichts gebracht. Die beiden Gnaschwurms haben versucht mal anzugreifen, ist aber auch nichts passiert. Der Colonel hat sich erfolgreich verteidigt. Der Mr. Flubber ist von hier mit nicht erfolgreicher Aktivierung, also nur eine Bewegungsphase, hier auf dem Weg in den Nahkampf. Mehr ist diese Runde nicht passiert, deshalb geht's jetzt in Runde 6. Du hast noch 2 Runden Zeit, dir das Nest zu krallen.
Nochmal, wenn du das Nest erobert hast, ist das Spiel sofort vorbei. Halten Sie sich nicht mit Nahkämpfen auf. Bis gleich. So, ja. Thibaut. Also, ich kann es auch nochmal wiederholen. Ein weiteres Mal. Nachdem der Leader umgekippt ist, habe ich zeitlich keinen Schuss. Warum ist der eigentlich umgekippt? Weil du mal wieder einen Crit gewürfelt hast. Ja. Zweimal. Also, hintereinander. Sorry. Also ihr habt es jetzt nicht mitgekriegt. Ihr Party im Bunker gerade, weil wir haben erst gedacht, der rockt das ganze Ding hier. Also so Colt-mäßig und so, ist ja auch alles geil, aber... Sie sind jetzt eigentlich alle ohnmächtig. Er hat auch gesagt, dieser Typ ist ohnmächtig, weil er kann es wirklich eigentlich nicht mehr schaffen, auch nicht das Nest holen. Ich habe keine Zeit dazu. Ja, richtig. Ich habe nur noch eine Runde Zeit. Da kommt er nicht hin. Also es ist so gelaufen, quasi seine ganze Warband muss gleich auf die Wundenliste würfeln, was passiert ist. Ja, sie haben halt nicht damit gerechnet. Sie sind auf diesem fremden Planeten gelandet, haben gedacht, mit ihrer Technologie, sie wären in allem hier so. Ne? Aber wie man das schon im Vietcong-Krieg mitgekriegt hat, da kannst du mit hochtechnologischen Waffen kommen und trotzdem reicht das, wenn dir ein kleines schlitzigäugender Mensch, der in einem Erdloch haust, dir entgegentritt, macht dich trotzdem kaputt. Mit, vergleichst gerade Würmer mit Bambus, die essen Würmer, habe ich mir sagen lassen. So, das ist die Brücke. Alles klar. So, deshalb ja, gucken wir jetzt gleich auf die Liste, wie es da abgeht. Da würde ich aber dann lieber wieder hier an meinen Bro abgeben, weil da ist der Geschulter. Kannst du das oder möchtest du das? Ja, mit den Injury Tables. Ja, und all den ganzen Fickfuck, weil dann wieder so viel lesen und so, ist ja nicht meins, wie ihr wisst. Aber dafür habe ich die bessere Frisur, wie ihr das seht, für euch extra gemacht. Gestern. Bis gleich. Nachbesprechung, Mission gescheitert, also das Feld wird nicht erobert, das Nest ist tatsächlich noch aktiv, aber ihr habt ja mitgekriegt, die sind alle soweit, die waren alle out of action? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, was mit denen ist. W10 immer auf dem Survival Table, welche Reihenfolge machst du? Ich fange mit dem Lieder an. Okay. 4 ist einmal auf dem Injury Table rollen. Ja. Injury Table sind 2 W10 und dann zusammenzählen. Das sind 19. nervöser. Das geht sogar noch. Tick. Ja. Nervöser Tick, das Modell erhält -1 auf alle Aktivierungswürfe. Ja. Ist nicht geil, ist bei einem Leader, da der aber wahrscheinlich Metal 7 hat, jetzt auch nicht völlig scheiße. Naja, muss man gucken. Ja. Aber es geht, okay. Und er ist ansonsten wieder ganz normal dabei. Keine weiteren Auswirkungen. Bis dann, auf diese permanente -1 auf Aktivierung. Dann wie? W10 erstmal. Ja. 7. Oh, geil. Nichts passiert. Hat nochmal Glück gehabt. Dann meine Elite. 8. Close Call. Nichts passiert. Ja, guck mal, Junge. Geht doch klar. Dann kommen wir zu dem Punkt, wo du deine Leute ins Wasteland schicken kannst. Es ist ja sehr sicher im Wasteland, wie du jetzt in diesem Battle gerade schon gemerkt hast. Sicher. Und weil das zu dritt schon so sicher ist, sagt der Chef jetzt, du alleine, los geht's. Oder auch nicht. Du musst ja auch gar keinen schicken. Wen möchtest du denn überhaupt schicken? Ach, ich schicke die alle beide. Gut, dann einmal Karten. Und leider, ne, weil Szenario nicht gewonnen, kein Gegner. Das, was liegt. Aber wer weiß, wir haben ja bei Marvin gesehen, das war ja auch teilweise mal ziemlich geil, was der da an Karten hatte. Vielleicht hast du ja Glück. Er mischt und er mischt. Ja. Der hört gar nicht mehr auf zu mischen. Okay, da sind die Karten. Dann... Erstmal die Psionikerin, eine 8 Nacht. Mal 3, geil, 24, also schon nicht ganz kacke, ne? Und 4. Okay, und 12. Das heißt, du hast 24, 12, 36 Coins. Ja.
Dann muss ich noch einmal für meinen Leader Scavenger würfeln, weil da sind nur noch mal W10 Coins. Also Scavenger macht einfach, dass du zwischen den Missionen, weil er so ein geiler Looter ist. Resourceful meine ich. Resourceful. Ich habe auch Resourceful aufgeschrieben. Ja. Ich verwechsel nur die Namen ständig. Und er macht dann was? Weil er halt so ein super Ressourcen genau, ist. Genau, weil er Looterin ist, zu organisieren, beschafft er immer Ressourcen. Irgendein Stuff, okay. So. Und sind zwei, okay. Naja, besser als nichts, hast du schon den Elite bezahlt quasi, ne? Gut, dann müssen wir mal... Noch dran, durch deine letzte Mission kriegst du trotzdem diese ganzen Sachen, ne? Genau, hast du gelootet irgendwas? Ja, Würmer, sechs Kills Stück. Gemacht. Okay. Aber ich habe Kills gemacht, ein paar. So, dann müssen wir nur gucken und fair sein, weil ich befürchte nämlich, dass wir bei den... bei den Nestdingern, da haben wir nämlich als Grundsatz hier genommen, wo ist es denn? Den Snipe Hunt, dass man bei Snipe Hunt nämlich kein Geld für die Kills kriegt, sondern 5 PS für jede erfolgreich gesuchte Area. Okay. Mhm. Ja. Also das heißt, du kriegst halt leider nichts für die mega vielen Kills, also Erfahrung und so. Ja, natürlich. Also ich krieg hier für 5, genau. Für das eine krieg ich 5 Punkte. Ja. Das heißt, du bist bei 36, 38, bei 43 Coins. Das heißt, obwohl die Mission eigentlich in die Hose gegangen ist, gehst du mit 43 Coins raus, könntest also überlegen, ob du vielleicht einen anhörst oder nochmal ein bisschen Equipment kaufst oder so und du bist im Prinzip mit der Warband noch voll im Spiel, weil dem nichts passiert ist und das... ich habe auch gelesen, es ist minus 1 nur auf die Aktivierung. Also es wird nicht sein Metal-Wert gesenkt, sondern er hat halt jetzt einen nervösen Tick. Aber ich habe genug XP, damit ich sie leveln kann. Okay, Tibo, ganz kurz. Leveln und so haben wir nicht mit Kammer gemacht, weil das dauert so lange. Das heißt, Tibo wäre an der Stelle fast fertig mit der Warband, weil das kann man dann ganz in Ruhe und dann können wir gucken und so. Was wir jetzt zum Schluss nur noch machen, ist einmal die Map. Da gehen wir einmal rüber und sind gleich wieder da. Okay, hier seht ihr nochmal die Map und ja, Tibo hat versucht, von seinem Startfeld dieses Nest zu erobern. Das hat er nicht geschafft. Der Leader geht also mit seiner Warband erstmal zurück. Tibo ist also, naja, sagen wir, semi-erfolgreich in die Kampagne eingestiegen. Er ist eingestiegen, hat noch dafür, dass er das Szenario nicht geschafft hat, ganz gut Kohle gemacht. Und wir haben gerade auch festgestellt, dass sein Specialist tatsächlich schon aufgestiegen ist. Ich meine, klar, wenn man mit so einem Psychic Bolt irgendwie die ganze Karte da leer räumt, ist schon nicht schlecht. Tibo guckt jetzt in Ruhe, was so am Start ist, was bei der Warband geht. Er ist schon total vertieft da hier. Laune geht wieder nach oben. Natürlich, alles geil. Und ja, dann würde ich sagen... sind wir erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.